Vor ungefähr einem Jahr habe ich das Amt als Bürgermeisterin in der Gemeinde Neurechenau angetreten. Voll frage mich, ob es denn so ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Meine Antwort darauf, ja, eigentlich schon. Es ist jeden Tag was Neues und ich freue mich über die Vielfältigkeit der Aufgaben. Das eigentlich bezieht sich eher auf die Pandemie. Vieles im vergangenen Jahr ist anders, als eigentlich ist. Persönliche Kontakte sind sehr eingeschränkt möglich. Aber so geht es uns ja alle. Es gibt zeitliche Verzögerungen, die es unter normalen Umständen nicht geben wird. Wir alle hoffen, dass unser Leben baldmöglich wieder in normale Bahnen läuft. Es gibt aber auch ein Leben neben der Pandemie. Was hat sich im vergangenen Jahr alles getan und was tut sie momentan? Darüber ein kurzer Überblick. Zu Beginn ein Einblick in den Bereich Tourismus und Naherholung. Über das Regionalbudget der Ile Abteiland ist im vergangenen Jahr die Beleuchtung der Zubringerloipe vom Freizeitzentrum Altreichenau zum Skatingpark umgesetzt worden. Federführend wurde das Projekt umgesetzt durch den Tourismusverein Altreichenau in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Am Dreisessel und der Gemeinde Neureichenau. In diesem Jahr wird auch die Förderung des Regionalbudgets erfolgen. Es kann dadurch unser Sinnesweg am Fuße des Dreisessels umgesetzt werden. Das ist ein Verbindungsweg zwischen Stausee und dem Knaus Campingpark, versehen mit verschiedenen Stationen für Kinder und Familien. Es handelt sich darum wiederum um ein Projekt vom Tourismusverein Am Dreisessel, der dieses Mal die Federführung übernommen hat, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Altreichenau und der Gemeinde. Für die qualitative Verbesserung unserer Wanderwege wurde ein Kernwegenetz definiert. Das sind Wege aus unserem bestehenden Wegenetz. Diese Wege werden demnächst begangen und in dem Zuge wird auch die Beschilderung entsprechend aktualisiert. Im Anschluss werden Wegepaten gesucht, die einzelne Wege übernehmen. Das heißt konkret, sie gehen die Strecken von Zeit zu Zeit ab und teilen uns mit, wenn es Mängel gibt, die zu beseitigen sind. Die Beschilderung der Loipen wird zur nächsten Saison ebenfalls überarbeitet. Auch zur nächsten Saison wird es noch weitere kleine Anpassungen geben, um die Qualität unserer Loipen weiter zu verbessern. Weitere Infos gibt es vor dem nächsten Saisonstart. Momentan wird der Spielplatz und der Badebereich in Neurechenau aufgefrischt. Ein paar Bäume sind ja schon bereits gefallen. Neue Sitzmöglichkeiten werden geschaffen. Der Spielplatzbereich wird ertüchtigt und aufgehübscht. Und aus dem ehemaligen Matschbereich für Kleinkinder wird ein Sandbereich mit Wasserpumpe. Im Bereich vom Kiosk kommt ein neuer Sonnenschutz. Und der Weg entlang des Wassers wird überarbeitet. Wenn alles soweit fertig ist, gibt es dazu ein paar Fotos. Der gemeindliche Spielplatz in Gsenger benötigt auch einen neuen Anstrich. Die vorhandenen Spielmöglichkeiten werden instand gesetzt, erneuert und zum Teil neu angeordnet. Er wird ergänzt um einen neuen Sandkasten, ein Federauto und eine Kleinkindschaukel. Auch hier gibt es noch Fertigstellung, ein paar Fotos. Im Tourismusbereich läuft aktuell die Wiederzertifizierung zur Kinderlandgemeinde. Hier ein Dankeschön an die Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, die sich in dem Rahmen auch zertifizieren lassen. Für unsere Kinderattraktivitäten wird künftig unser Waldkauz aus dem Waldstreifzug als Maskottchen verwendet. Unter der Marke Daheim am Dreisessel gibt es Informationen rund um die Gemeinde. In dem Zug wird auch unsere Homepage überarbeitet und auf neuen Stand gebracht. Die Fertigstellung ist bis Jahresende geplant. Im Bereich Digitalisierung sind wir im vergangenen Jahr wieder gute Schritte vorangekommen. In der Dorfmitte in Neurechenau gibt es seit letztem Jahr das Bayern-WLAN. Die Schulgebäude werden momentan mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet und mit dem Breitbandausbau im Rahmen des Höfebonus wird begonnen. Mit dem Gigabit-Ausbau werden wir uns im Laufe des Jahres beschäftigen. Die IT-Infrastruktur im Rathaus wird ebenso Schritt für Schritt erneuert und ausgebaut.
Auch das Rathaus wird in diesem Jahr mit Glasfaser erschlossen. Im vergangenen Jahr haben wir das Ratsinformationssystem etabliert. In erster Linie dient das als Informationsplattform für unsere Gemeinderäte. Unter neureichenau.ratsinfomanagement.net kann sich aber jeder über Sitzungstermine, die Tagesordnung, die Gremien und die Zuständigkeiten in der Gemeindeverwaltung informieren. Im Rathaus gibt es auch noch weitere Änderungen. Ab Juni wird im Erdgeschoss ein Geschäftszimmer für das Forstrevier Neureichenau durch den Simon Hackl besetzt. Der große Sitzungssaal wird momentan umgebaut und hier können künftig Trauungen stattfinden. Der Raum ist größer als der ehemalige und ebenerdig. Im ehemaligen Trauzimmer werden Büroräume geschaffen. Im Bereich der Kapelle in Gsengert entlang der Kreisstraße in Richtung Kernberg-Neureichenau laufen momentan die Planungen für unser neues Gewerbegebiet. Dazu gibt es demnächst ein eigenes Video. Die Planungen für die Umgestaltung der Schullandschaft sind auch am Laufen und auch hierzu gibt es demnächst mehr Informationen. Der Gruppenraum der Wald- und Wiesengruppe ist soweit fertig, es sind noch ein paar Kleinigkeiten abzuschließen. Die Kinder werden sich sicher sehr wohlfühlen und es ist eine große Bereicherung für unser Kindergartendorf St. Leonhard. Mit der Erweiterung des Haupthauses ist auch bereits begonnen. Geplant ist, dass die neuen Gebäudlichkeiten im Herbst winterdicht sind und der Bezug vom Kindergartenjahr 2022-2023 stattfindet. Ob und zu welchen Bedingungen eine Kindergartenkinderbeförderung mit dem Schulbus ab dem kommenden Kindergartenjahr möglich ist, ist momentan in Klärung. Gespräche dazu werden mit dem Busunternehmen und mit dem Landratsamt geführt. Im Bereich der Mobilität steht durch das MiCar Carsharing-Projekt in der Dorfmitte in Neureichenau ein 9-Sitzer zur Verfügung. Der kann ganz einfach über App angemietet und genutzt werden. In die Einzüge befindet sich auch unser Feuerwehrhaus in Altreichenau. Die Feuerwehrfrauen und Männer haben im vergangenen Jahr mit viel Mithilfe wesentlich zur Fertigstellung beigetragen. Wenn alles fertig ist, gibt es auch dazu Fotos und Informationen. Die bereits in den vergangenen Jahren besprochenen Instandhaltungen und Umsetzungen im Feuerwehrhaus in Neureichenau sind auch zum größten Teil schon umgesetzt. Durch den Einbau vom Dent entstand mehr Lagerfläche. Auch hier haben die Feuerwehrler mitgeholfen. In einem Gespräch mit den Kommandanten wurde auch beschlossen, dass im ehemaligen Feuerwehrhaus in Altreichenau ein gemeinsames Lager eingerichtet werden soll. Es werden darin Sachen gelagert, die von allen Feuerwehren genutzt und benötigt werden, beispielsweise auch die Kleidung. Das neue TLF 3000 für unsere Feuerwehr in Neureichenau wird in diesem Jahr geliefert. Im Bereich Wasser und Abwasser ist als größere Maßnahme im vergangenen Jahr ein weiteres Stück der Wasserleitung durch die Ortsmitte in Neureichenau erneuert worden. In die kommenden Jahre steht neben der weiteren Leitungserneuerung auch die Sanierung vom Hochbehälter in Lockenhäuser auf dem Investitionsprogramm. In dem Jahr ist die Auflösung der Kläranlage in Lockenhäuser bzw. die Verlegung nach Neureichenau bereits begonnen. Wie die Entwicklung der einzelnen Ortsteile erfolgen soll, das wird in einem Ortsteilentwicklungskonzept erarbeitet. Dafür haben wir bei der Städtebauförderung bereits einen Antrag auf Förderung gestellt. Eine Zusage erhalten wir Mitte des Jahres und können dann auch erst starten. Die Konzepterstellung dauert ungefähr ein Jahr und dabei werden Bürgerinnen und Bürger natürlich mit einbezogen. Ich denke, das war ein Überblick über die größten Punkte. Es ist schon voll passiert, es ist einiges am Laufen und es gibt noch viel zu tun. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.